Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Amar47 hatte ja vor 1-2 Tagen, bin mir nicht ganz sicher, hab ein bisschen die Zeit so verloren aktuell. Da ist er ja in ein Studio eingelaufen, wo er dann Dudi zur Rede gestellt hat und ihm den Gürtel weggenommen hat. Okay? Und viele Leute haben halt gesagt, das ist fake, das stimmt nicht, das ist gestaged. Und andere haben gesagt, das ist real. Ich enthalte mich bei dieser Sache, weil ich weiß es im Endeffekt auch nicht. Wenn ich jetzt was sage, sagen die anderen so und wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gar keine Meinung dazu. Aber es gibt jetzt ein Statement, 22 Minuten lang, von Amar selber. Und das schaue ich mir sehr gerne an. Gegen ihn selber habe ich gar nichts. Wie gesagt, nur Positives gegenüber Amar. Ich hatte ja auch meine Differenzen oder Missverständnisse in der Vergangenheit. Die haben wir beiseite ganz schnell legen können, wo wir miteinander telefoniert haben. Und er ist wirklich ein sehr höflicher, sehr korrekter Typ, muss ich sagen. Zu mir jedenfalls. Wie er mit irgendwelchen anderen Leuten umgeht, weiß ich nicht. Ich kann nur von mir reden. Und ich hätte normalerweise auch schon vorher darüber berichtet, aber leider ist das Video gelb geworden, weil wir auch noch da dieses den gewissen Menschen aus den USA thematisiert haben, der sehr, sehr schlimme Dinge gemacht hat, der aktuell inhaftiert wurde. Ich will nicht mal den Namen sagen, am Ende wird das deswegen wieder gelb. Okay, und wir gehen einfach jetzt rein in dieses Video. Also ich bin schon bewandert, was genau abging. Aber bin trotzdem froh, dass ich nicht wirklich das thematisiert habe, weil da, wie gesagt, Sinan möchte ich nicht thematisieren oder irgendwo zeigen. Nach wie vor. So, Assalamu alaikum an alle. Wa alaikum salam. Zusammen. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was gestern passiert ist. Es geht um den besagten Gürtel. Kurze Erklärung dazu. Es geht nicht um den Gürtel an sich, obwohl er mir doch auch was wert ist, weil Triple A ist von meinen Brüdern, Dino und Martin. Natürlich hat dieser Gürtel auch einen Wert für mich. Aber nicht so einen Wert, dass es so weit kommen muss. Bevor ich anfange, euch die Geschichte zu erzählen, ich will mich auch kurz und knapp halten. Ein paar Minuten wird es natürlich dauern. Jeder Mensch, der mich kennt, ja, weiß, ich bin ein respektvoller und höflicher und eigentlich immer ein gut gestimmter Mensch. Und ich hasse es, diese Seite von mir zu zeigen. Ich kenne das sehr, sehr gut, wovon er gerade spricht. Weil wenn man so, sage ich mal, sich von der ekelhaften Seite zeigt, ich kann nur von mir reden, wenn ich es mir im Nachhinein dann anschaue, wie ich reagiert habe, wie abgefuckt ich dann beispielsweise in einer gewissen Situation war, dann bekomme ich selber Upturns auf mich selber, wenn ich das sehe. Aber manchmal kann man nicht anders als so reagieren. Das kann ich schon irgendwo verstehen, weil manche Leute lernen das halt nicht anders. Du musst halt manchmal so reden, ernst reden, laut reden, damit die Leute richtig zuhören, damit es richtig Klick macht bei denen. Aber wenn man mich dazu zwingt, bin ich dafür bereit und ziehe das dann auch 100% durch. Dafür kennt man mich auch. Normalerweise möchte ich das nicht. Allah Azzam. Das ist nicht unsere Art. Aber bevor ich jetzt die Leute, die immer noch nicht verstanden haben, worum es geht, oder die ganze Zeit auf Mitleid für Dudi Schiene machen die ganze Zeit. Ist das so? Ich bin gar nicht jetzt. Da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Also ich habe keine Ahnung, ob die Leute jetzt wie die Leute diese Sache bewerten. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber dass es da ein paar Leute gibt, die natürlich sagen, hey, das ist gestaged oder du wurdest in eine Falle gelockt, das habe ich noch mitbekommen. Da wird es immer Gegenwind geben. Das ist ganz normal. Seid so Hashtag Dudi Mitleid traurig Emoji. Diese ganzen TikToker, ja? Ihr habt ja gestern selber gehört, was er gesagt hat. Ja, Bruder, du weißt doch, wie wir auf TikTok sind und so. Nein, weiß ich nicht. Für mich ist die reale Welt und TikTok, TikTok. Und das mischt man nicht. Und diese TikToker, vor allem er auch, die beleidigen Mütter, die machen Ansagen, die stiften Kinder dazu an, zu saufen, zu kiffen, zu koksen, reden davon offen im Internet, machen sich zum Maschara, setzen sich auf Flaschen, lecken Toilettendeckel, gehen auf den Boden und bellen wie ein Hund. Und. Und dann lachen manche Menschen ernsthaft darüber, dass Leute normal arbeiten gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich ein Phänomen, ein richtiges Phänomen. Aber Hate ist immer lauter als das Gute, ne? Das Gute wird immer verdrängt und die Kritikpunkte werden immer sofort geschrieben und gesagt. Das ist immer so eine Sache im Internet, ja? Und so ekelhafte Sachen wie Toilette ablecken und so. Was ist das? Was ist das, Bruder? Was machen die da? Eine Welt, mit der wir nichts zu tun haben wollen, obwohl wir TikTok haben, obwohl wir Instagram haben, obwohl wir Facebook haben, YouTube haben und. Wollen wir mit diesen Menschen, mit dieser Art von Content nichts zu tun haben. Wenn wir wollen würden, könnten wir am Tag 20.000 Euro verdienen. Ich kann auch jetzt reingehen und an jeden eine Ansage machen. Ich im Gegensatz stehe aber dann auch da. Mit welchem Gesicht? Wenn meine Leute, meine Familie, meine Freunde, die Leute, die mir was wichtig sind, deren Meinung mich wirklich interessiert, mich dann fragen, Bruder, warum machst du das? Warum machst du Ansagen? Warum benimmst du dich so im Internet? Was soll ich dann sagen? Geld? Das ist es mir nicht wert. Es gibt andere Wege, Geld zu verdienen. Legale, illegale, auf jeden... Es geht auch normal. Es geht auch ganz normal. Auf eine anständige Weise.
Fall, fast alles ist ehrenvoller als auf diese Art und Weise. Deswegen musste irgendwann mal jetzt jemand die Handbremse ziehen. In diesem Fall war ich das. Wohin? Ich muss euch trotzdem ehrlicherweise sagen, ich schaue mir diesen TikTok-Content aus genau den Gründen, was Amal gerade sagt, aus genau diesen Gründen schaue ich mir das nicht an. Sehr, sehr dezent, und ich tue mich immer wieder dabei erwischen, beispielsweise, wenn ich gewisse Clips oder aktuelle Clips haben möchte und nicht großartig suchen möchte, dann schaue ich einmal auf TikTok kurz rein und dann wird mir das schon zu viel, ehrlich gesagt. Okay, aber ich mache das, weil ich hier Content produziere für euch und möglichst auf dem Laufenden sein möchte. Versteht ihr, was ich meine? Weil diese Kurzclips sind so Fluch und Segen zugleich, ne? Für mich jedenfalls. Aber es wird mir wirklich zu viel und es kommt mir hoch bei manchen Sachen, die ich da sehe. Wohin soll das noch gehen? Ansagen, fertig machen, Mutter beleidigen, Heil machen. Junge, ihr habt die Religion, ihr habt Familien, ihr habt alle Gesetze gebrochen, ihr habt alles in den Dreck gezogen, was man in den Dreck ziehen kann. Was soll aus den Nächsten, die nach euch kommen? Die Kinder, die Jugendlichen und. Ich will hier gar nicht auf Moralapostel machen. Aber du hast recht. Genug Scheiße, ich stelle mich ganz hinten an, kein Problem. Ich will mich hier nicht besser als jemand machen. Aber es gibt gewisse Werte, die sollte jeder Mensch mit sich tragen. Sein Gesicht zu bewahren, seinen Arsch nicht zu verlieren, sein Wort zu halten, zu gucken, wer guckt auch meine Videos und. Das heißt, irgendwann mal musste einmal die Bombe knallen. Und das war gestern und das war noch sehr, sehr human. Weil das alles glatt über die Bühne gelaufen ist, keine Aufmuckereien, kein Hin- und Her-Fuchtlereien, weil dann wäre es nicht so gemütlich. Aber in meinem Interesse lag es auch, dass wir das ganz gemütlich und entspannt über die Bühne bringen. Aber ich habe gesagt, ich werde den Gürtel mir holen, egal auf welche Art und Weise. Im Kampf habe ich den nicht bekommen, also habe ich ihn mir so geholt. Jetzt erkläre ich euch, wie die Geschichte passiert ist. Der Kampf Bösemann gegen Amar stand. MMA, Pride-Regeln, hin, her, was, wann, wo, wie, stand noch im Raum. Aber Amar 4-7 gegen Bösemann. Dann habe ich mich zu der Mekka-Reise mit meiner Mutter und meinem Onkel und meiner Tante zusammen eingetragen und habe dann natürlich mich nicht für den Kampf entschieden, sondern für die Einladung von Allah, Alhamdulillah, dass ich das auch gemacht habe, habe ich diese Reise angetreten. Davor gab es mehrere Gespräche, weil ich das Wort von Dino habe und von Martin natürlich. Beide haben das gleiche Wort, beide sind, jeder von denen ist 50% von dieser Firma. Also habe ich das Wort von beiden, dass der nächste Kampf gegen Bösemann, egal wann der stattfindet, selbst wenn es nicht in dieser Veranstaltung, in 200 Veranstaltungen ist, der nächste Bösemann-Kampf, den kämpfe ich. Problem ist aber, diese Veranstaltung war 5-6 Tage, nachdem ich vom Hajj wiedergekommen bin. Lass es eine Woche sein. Man kann Bösemann nicht abschreiben, dass dieser Mann polarisiert. Der zieht Aufmerksamkeit und die sind auch interessant, die Kämpfe. Was ich persönlich von denen halte oder sportlich von denen halte, halte ich jetzt einfach mal für mich. Dino hat mich angerufen und gesagt, Bruder, du weißt, ich stehe zu meinem Wort und das Wort besteht immer noch und das bestand die ganze Zeit. Nur, wenn Bösemann nicht kämpft, die Fightcard ist nicht so hart. Also Profikämpfe top, geile Kämpfe, aber außer Bösemann und Senad Gashi gibt's da keinen. Wenn Bösemann jetzt auch noch weg ist, ist da dieser Kick im Internet nicht so. Weil ihr wisst ja, Profikämpfe und so, auch wenn die geiler sind, sind nicht so gehypt wie diese Kämpfe. Ja. Wie sieht's aus? Manuelsen, Sinan, habe ich gesagt, Bruder, will ich nicht. Das sind Bros von mir. Ich möchte nicht, dass die gegen den kämpfen. Weil dann ist mein Dings weg. Mein Interesse weg, mein Hack weg, meine Lust, den Typen selber aufs Maul zu hauen, ist weg. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf gekriegt, wieder von Dino. Bruder, wie sieht's denn aus mit Dudi? Habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, kann er machen. Wir verstehen uns zwar gut, wir haben ein paar Mal gequatscht. Ein, zwei Mal uns gesehen. Ich habe mit dem keine Probleme. Wenn er ihn besiegen sollte, ist irgendeiner aus Berlin immer noch. Das zwischen mir und Bösemann, die Geschichte, ist da kein Grätsch drinne. Ne? Wie wenn ein Manuel so das Zielern für den haut, der hat den quasi für mich schon geschlagen. Was soll ich denn jetzt auch nochmal? Dann habe ich gesagt, weißt du was, soll Dudi kämpfen? Warum soll ich so ein Asozialen sein, das Brot stoppen von meinen Brüdern, das Brot, was Dudi sich verdienen kann, die Klicks, die alles drum und dran, der ganze Trubel und der ganze Hype und für beide Seiten. Warum soll ich jetzt so ein ekliger Mensch sein, der von zwei Ehrenmännern, ja, die meine Brüder sind, das Wort verlangen und es auch durchgesetzt bekomme, weil diese Männer zu ihrem Wort stehen? Warum soll ich so ekelhaft sein? Das ist korrekt. Er kann nicht kämpfen und gibt dafür den anderen die Bühne. Ja. Nicht meine Art. Ich bestehe nicht auf den Kampf und auf das Geld und es geht mir darum, dass ich auf jeden Fall gegen ihn kämpfe. Der Rest ist einfach nur Bonus. Mit Dudi gesprochen, alles klar, alles cool. Hey Bro, richtig cool, Bruder, ich wünsche dir Glück. Inshallah gewinnst du, wenn du Tipp brauchst. Alles hin und her. Danach war alles geklärt. Fakt ist, es war abgemacht. Amar kämpft dann gegen den, der den Gürtel besitzt. Deswegen habe ich auch immer wieder diesen Gürtel erwähnt. Nicht, weil den Gürtel kann sich jemand für ein paar tausend Euro oder was die kosten, selber auch herstellen. Es geht nicht um das Materielle. Aber
Es geht darum, der Gewinner kämpft gegen mich. Fragezeichen, wer ist der Gewinner? Ist egal, ich kämpfe danach gegen ihn. Alle einverstanden. Dodi einverstanden. Bruder hin und her telefoniert. Und ich schwöre es euch auf alles. Er hat es gestern zugegeben in dem Video. Hab ich dir den Kampf gegeben, ja oder nein? Ist doch eine einfache Frage. Ja, hast du gesehen. Haben wir nicht gesagt, der Veranstalter, wir kämpfen danach um den Gürtel, ja oder nein? Er wollte diesen Kampf gar nicht mehr kämpfen, weil umso näher der Kampf gekommen ist, umso mehr hat der Arschwasser gekriegt. Bruder, wie soll ich denn gegen den gewinnen? Der hat gegen einen Manuelsen gewonnen, das ist doch voll das Tier und der kommt voll verballert dahin und wer weiß, was der noch alles nimmt. Wie soll ich gegen den gewinnen? Bruder, tanz ein, zwei Minuten im Ring rum, geh den ein bisschen aus dem Weg, hau den zwei, drei Dinger rein, dann kann der Typ nicht mehr. Der Typ ist zwar ein Panzer, aber dieser Panzer hat nur Sprit für zwei Runden. Wenn du die zwei Runden überlebst, packst du den. Meinst du wirklich, Bruder, ich weiß nicht, ich sag ab, Junge, kämpf, reiß dich zusammen, sei ein Mann, kämpf, du packst den. Du machst das mit Allahs Kraft und mit Allahs Liebe gewinnst du gegen einen Dämon. Danach kam der Kampf. Ich war da. Ich habe geschrien. Nur Allah weiß, wie ich gebetet habe, dass er diesen Kampf gewinnt. Ich habe mich dahin, wo Bösemann herläuft, hingestellt. Securities haben sich um mich herumgestellt. Haben gesagt, Bruder, wir müssen, ich habe gesagt, ey Jungs, ich mache nichts. Nicht, dass es eskaliert. Ich bin, hab geschrien. Ich war heiser danach. Er hat den Kampf gewonnen. Alhamdulillah. Er hat sich gefreut. Er hat sich für ihn auch noch gefreut. Deswegen konnte ich schon, Deine Emotionen konnte ich schon verstehen, ne? Ich war so glücklich, wallah, als hätte mein leiblicher Bruder gewonnen. Die Jungs rufen mich auf die Bühne, ich komme auf die Bühne hoch. Dudi hat das Mikrofon in der Hand. Ist zwar nicht schlimm, jeder muss selber für sich wissen. Aber da sieht man schon den Charakter eines Menschen. Statt der sagt, Bruder, Amar, stabil, dass du mir den Kampf gegeben hast, diesen Sieg gönne ich deiner Mutter. Ja, die reingezogen wurde in diese Geschichte. Mann, das wäre das Mindeste gewesen. Das wäre wirklich das Mindeste gewesen. Manuelsen, Farid Bang, Sinan, danke, ihr seid die Besten ohne euch. Ihr seid meine Abis, Babis, Brabis. Ich hab Abis, Babis, Brabis. Aber ja, er hat recht, ja. Sag, weißt du was? Der Junge hat seinen Höhenflug gerade, der hat gewonnen, Adrenalin lässt gerade langsam nach, der hat gegen einen bösen Mann gewonnen, die Bühne gehört dem, gönn ihm das. Was? Aber derjenige, der ihm den Slot gegeben hat, weil es ist Amar sein Slot gewesen, wisst ihr, wie ich meine, er wäre normalerweise dran gewesen. Und er hatte dieses 100% hatte er mit den beiden 50-50 quasi prozentual, die ihm zugestimmt haben, dass er den nächsten Kampf hat. Normalerweise ist das selbstverständlich, dass er als allererstes sogar Amar hier sagt Dankeschön und hin und her. Der nächste ist nochmal Amar, wo jetzt gegen Bösemann kämpft. Weißt du, was ich meine? Ich bin nur ein Vorreiter gewesen. Danach kommt er nochmal oder irgendwie sowas oder für Amars Mutter oder was weiß ich was. Irgendetwas, okay? Wenn er schon das für ihn getan hat. Aber er hat gar nichts gemacht. Hat irgendwelchen Dings, Rappern und was weiß ich was. Wisst ihr, wie ich meine? Was ist das? Tja, und dann kann es schnell gehen, dass er ausrastet. Deswegen verstehe ich das. Ob jetzt gestaged ist, nicht gestaged ist, Leute, das weiß ich nicht. Und das wisst ihr auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es so war, wie er sagt. Ne? Deswegen sage ich das gerade. Ich muss es so ausführlich sagen, weil Leute verstehen das nicht. Asfeder erwähnt mir das. Alhamdulillah, für mich hat er den Kampf gewonnen und irgendwo im Herzen, vielleicht trägt er das in sich drin. Jetzt vergehen Tage. Ich rufe irgendwann an. Ja, Bruder, Assalamu alaikum, was geht? Bruder, lass mal quatschen. Wie stellen wir uns das vor? Wie machen wir das mit dem Kampf? Wie sollen wir das machen? Runden, nicht Runden, Gewicht? Mir ist das egal. Entscheide du. Ah, Bruder, ich bin gerade in Mabea. Tu mir einen Gefallen. Lass mal bitte danach gehen. Mabea ist vorbei. Was geht, Bruder? Bruder, ich rufe dich in 2 Tagen an. 2 Tage später. Was geht, Bruder? Bruder, gib mir bitte noch 2, 3 Tage. Okay, Ja, nee, er ist nicht mehr relevant, er ist uninteressant. Wer bist du denn schon? Ich bin Dudi. Wer bist du? Mäßig. So kommt das gerade rüber, so. Er tut auf ihn herabschauen. Wisst ihr, wie ich meine? Meld du dich einfach. Es vergehen 2, 3 Wochen. Hallo Dudi, Salam alaikum, was geht ab, Bruder? Ah, Bruder, ich schwöre, mein Kopf ist gerade so und so und so. Okay, alles klar. Parallel dazu. Aber warum hat er für jeden Zeit und für ihn nicht? Für alles Zeit, nur für diese Sache nicht. Was schon eigentlich wichtig ist. Und er hätte nicht mal großartig mit ihnen, glaube ich, er hätte nicht seine Zeit großartig gestohlen. Und wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber ja, manche Leute sind halt so. Fangen diese Fotzenarten an. Im Hintergrund mit Leuten reden, die auch noch mit mir verwandt sind. Jetzt nicht K.A., obwohl K.A. auch sich viel eingemischt hat und geredet hat und gesagt, ey, du hast gesagt und so, wie macht ihr das, klär das, komm, wir klären das. Auch andere Leute, auch Leute, die nicht mit mir verwandt sind, mit denen er gut ist, die mir alles sagen. Ja, ich will nicht mit Amar kämpfen, ich will gegen jemanden kämpfen, der mehr Hype hat. Wer bist du denn? Diesen Hype, den du jetzt gerade generiert hast, weil man kennt dich nur auf TikTok. Ich will, was, mit jemandem kämpfen, der mehr Hype hat?
Also er gibt ihnen seinen Platz. Verstehe ich das richtig? Amar gibt ihnen seinen Platz. Den Vortritt, was er gar nicht machen müsste. Aber er hat es nur gemacht, damit generell die Veranstaltung relevant ist und ein bisschen so da Pfeffer reinkommt. Dann, im Nachhinein, bedankt er sich nicht dafür. Gar nichts. Amar nimmt das so hin. Und danach tut er noch im Hintergrund, wo er die ganze Zeit ihn abwürgt und hinhält. Danach sagt er auch noch, dass Amar, das ist hart. Doc, ist, weil du den Kampf bekommen hast, den ich dir gegeben habe. Beziehungsweise, dem ich zugestammt habe, der mir eigentlich versprochen war oder Zustand. Der hat. Guck mal, ich sag euch's mal so, gell. Wenn, das kann jeder sehen, wie er gerne möchte, aber dadurch, dass du die, so die Lanze gebrochen hat und gegen Bösemann gewonnen hat, ist ein bisschen die Luft jetzt raus. Versteht ihr? Auch für Amar ist die Luft ein bisschen raus. Dass Amar jetzt sagt, Feuer und Flamme und sagt, ich will gegen kämpfen, dass jeder so sagt, ey, ja, krass und so, das wird ein Kampf. Die Luft ist ein bisschen raus dadurch. Weil, sorry, wenn ich jetzt so oberflächlich klinge, ne, aber wenn ich nur vom Boxerischen ausgehe, das, was ich von ihm gesehen habe und was ich von Dudi gesehen habe. Wenn du die in den Ring stellst, Amar und Dudi, muss ich, glaube ich, nicht viel erklären, was passiert, wer da als Gewinner rausgeht und wer als Verlierer rausgeht. Boxen ist natürlich so eine Sache für sich. Es kann alles passieren in einem Boxkampf. Es kann auch sein, dass Bösemann gegen Amar gewinnt. Wer weiß. Aber Amar ist meiner Meinung nach klar der stärkere Boxer, wenn man ihn neben Dudi stellt. Absolut. Deswegen hat er ihm eigentlich einen guten Vortritt gegeben. Und gedankt wird es ihm wie? Ja. Hype, der Kampf, der Gürtel, das Geld und alles, was dazugehört. Deine ganzen Zahlen sind hochgegangen und immer noch habe ich mich für dich gefreut. Boah, Chance, Bruder, deine tausende Zuschauer sind jetzt jeden Tag da. Ich bin 5-mal in Berlin gewesen in dieser Phase. 5-mal habe ich das Gespräch zu dir gesucht. Komm, Bruder, ich bin gerade mit K.A. K.A. ruft dich an. Bruder, komm, wir rauchen eine Pfeife. Komm, wir sind was essen. Komm, wir sind gerade. Einmal waren wir vor deiner Haustür sogar in der Nähe. Keine Ahnung, wo das ist. Ich war mit K.A. hat gesagt, ey, guck mal, du, die wohnt da. Ruf ihn doch mal raus. Ich gehe lieber feiern. Ich gehe lieber nicht ans Telefon. Ich tue auf unauffällig. Deine eigenen Leute sagen dir. K.A. sagte, Junge, mach doch mit diesem Typen keine Probleme. Der ist kein kleiner Junge. Was machst du da, Alter? Der Typ wartet seit 2 Monaten auf dich. Komm und sprich. Ich bin doch hier. Ich war doch da zum Reden. Ich war nicht da, um dir aufs Maul zu hauen. Komm, wir reden, wir klären das. Warum hat er aber nicht mit ihm gesprochen? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Warum hat er nicht einfach mit ihm geredet? Okay, er hat ihn nicht da im Stadion am Ende, hat er ihn nicht da beglückwünscht und hat sozusagen ihm ein bisschen was zurückgegeben dafür, dass er ihm den Vortritt gegeben hat und so weiter. Er hat ihn mit keiner Silbe erwähnt, wie ich verstanden habe. Okay, alles klar. Aber warum will er ihm so gar keine Aufmerksamkeit geben und gar nicht mit ihm irgendwie sprechen oder... Steht ihr, was ich meine? Das ist schon... Das ist für mich richtig sinnlos. Wir finden eine Lösung oder wir regeln das, dass wir nicht kämpfen oder kämpfen, aber nicht im Internet. Nochmal parallel dazu, im Internet, ich kämpfe nicht gegen Amar, der ist zu stark für mich. Alles Blöfferei. Sinan wird die gleiche Matsche aus dir machen wie ich auch. Aber Sinan hat ja mehr Hype oder mehr Follower oder nenn es wie du willst. Parallel dazu machst du dich noch klein im Internet. Muss jeder für sich selber wissen. Jeder entscheidet, was für ein Foto auf seinem Ausweis ist. Ja? Jeder tut sein Foto selber abgeben. Erfindest Lügen. Ich weiß davon nichts. Obwohl es dritte Person und vierte und fünfte Person gibt, die bei diesen Gesprächen dabei waren und dazugehören und das auch entscheiden. Nicht du und ich entscheiden das. Die Veranstaltung entscheidet das. Der Nächste, der gegen diesen Titel kämpft, bin ich. Konnte ich nicht, habe ich dir abgegeben. Du hast gewonnen. Wer ist dann automatisch immer noch der Nächste? Erfindest Lügen wie, Amar hat zu viel Erfahrung. Wallah, du bist ein Lügner. Du hast mehr Boxerfahrung als ich. Du hast 4, 5, 6 Kämpfe. Ich habe 2 Kämpfe gemacht. Ich war in meinem Leben noch nie in einem Gym angemeldet. Ja, es gibt sowas, das lernst du auch nicht im Gym. Das ist diesen Biss zu haben. Von mir aus, damit ihr es versteht, Eye of the Tiger, wie auch immer. Dieses Abgefuckte. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Hass im Bauch, diesen Kampfwille, den lernst du nicht. Den hast du oder den hast du nicht. Fertig. Und es gibt bei manchen Menschen merkst du das. Bei mir zum Beispiel merkst du es, wenn mir Unrecht angetan wird, dann bekomme ich einen Hass, der geht nicht weg. Dann bekomme ich einen richtig Pest auf diesen Dings und mir ist dann egal, wer das ist, wie viele es sind. Mir ist es scheißegal, ob ich ihn in die Fresse bekomme. Wenn es gibt diesen gewissen Punkt und wenn der überschritten ist, dann ist vorbei. Und das ist halt auch, das kannst du auch umsetzen im Ring, dass du dann halt diesen Biss hast und Hass hast. Diesen Hass kannst du dann entwickeln. Versteht ihr? Und sich richtig kontrollieren. So, versteht ihr, wie ich meine? Und das lernst du nicht. Das hast du oder du hast es nicht. Ich habe jetzt erst vor kurzem 2-mal trainiert, da habe ich mich wieder verletzt, weil ich bin ja durchgehend verletzt seit 2-3 Jahren. Oh. War ich im Triple One Gym von den Dulatos und habe zum ersten Mal in meinem Leben richtiges Boxtraining gemacht. Nicht gegangen mit den Jungs, bisschen sparen, bisschen ein paar Übungen gemacht. Richtig von Anfang an kommen, aufwärmen, dehnen,
Partnerübungen machen, Samstag nochmal denen locker machen, nach Hause gehen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diese zwei Trainingstage gehabt. Du hingegen kämpfst auf verschiedenen Veranstaltungen, trainierst, hast mehrere Kämpfe gehabt und. Versuchst das so darzustellen, als wäre ich so voll der Boxer. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich bin keine Pussy. Ich kämpfe, auch wenn einer Erfahrung hat, ich kämpfe gegen den. Ich kann nur gewinnen oder verlieren. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Nicht, dass ich mehr Erfahrung habe, dass du keine Eier hast. Habe ich mit Dino geredet, habe gesagt, Bruder, ich bitte. Kann man auch so ausdrücken. Ich bitte dich um eine Sache. Ich möchte nicht, dass dieser Typ bei der nächsten Veranstaltung mit dem Gürtel rein. Weil er kein Mann ist, zu seinem Wort nicht steht, jetzt diese Pussy-Moves macht und das alles auf meinen Nacken. Versucht mich zum Clown im Internet. Seine Community geht mir am Sack, worauf ich furze. Was wir Dino und ich alles geredet haben, ist zwischen mir und Dino. Ja? Weil ich weiß jetzt nicht, ob er will, dass ich das ganze Gespräch preisgebe. Er hat mir nur gesagt, das kann ich auch offen sagen, weil das auch sein Charakter ist, Bruder, mach dir keine Sorgen. Dein Gesicht wird nie runtergucken und alles, was wir sagen, wird eingehalten. Das ist immer noch unsere Veranstaltung. Nicht Dudi, nicht Manuelsen, nicht Bösemann. Niemand entscheidet, wer an dem Tag wo kämpft, wer ja. gegen wen kämpft. Auf unserer Veranstaltung, außer wir selber, Martin und Dino. Habe ich die Füße stillgehalten. Ich sag, komm, lass den. Der ist immer noch auf Höhenflug. Farid Bang war mit der Live, der war mit der Live, Barello war mit der Live, Yasser war mit der Live. Der ist jetzt so ein richtiger TikToker. Ja, Mann. Jetzt kriegst du aber langsam Dinosaurier-Eier. Ich guck mir deine Streams zwischendurch an. Oberkörperfrei, voll auf Kokain, besoffen. Das hat mich schon so... Das sind Sinus hier maximal von irgendwelchen Substanzen. Es ist unglaublich, wie die Leute immer wieder das verherrlichen im Internet. Das werde ich nie verstehen, wie gesagt. Das werde ich nie verstehen. Finger weg von diesem Dreck. Angeekelt, wie du das Wort Wallah aussprichst, ne? Dass ich dir eigentlich hätte gestern dafür schon eine Ohrfeige ziehen wollen. Wallah, keiner kann meine Eier was. Ich hab den Gürtel und die Leute sterben. Die Leute kacken ab und niemand kann was dagegen machen. Wallah. Wenn du nicht mich meinst, wen meinst du, verlogener Hund? Du und ich haben doch die ganze... Hätte ich es als unbeteiligte Person so gesehen, ohne dass ich irgendein Wissen hätte, hätte ich gedacht, ja okay, stimmt, ihm kann keiner diesen Gürtel wegnehmen. Er hat ihn ehrlich gewonnen und alles sei ihm gegönnt. Viele Leute gönnen ihm das nicht, deswegen sagt er wahrscheinlich, ihr sterbt oder was weiß ich was. Ne? Aber aus seiner Sicht ist das natürlich noch einmal was anderes. Ne? Ja, und wenn es so ist, wie er sagt, was ich nicht bezeugen kann oder sagen kann, weil ich keine Ahnung von dieser Thematik habe, so drin bin ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber wenn das so ist, dann ist es maximal ekelhaft. Wer hat den Anspruch auf deinen Gürtel gelegt bis jetzt, außer ich? Wer hat mit dir öffentlich überhaupt geredet über diesen Gürtel? Wer? Außer ich. Du bist einfach nicht manns genug zu sagen, ja, ich meine dich und ich will gegen dich nicht kämpfen. Das wäre männlich. Dann würde ich sagen, du bist ein Schwanz, lass uns nicht kämpfen. Aber ich kläre das dann mit der Veranstaltung, was wir mit dem Gürtel machen. Aber du bist kein Mann. Egal, was du sagst, nur weil jemand ein Pimmel hat, ist das kein Mann. Ein Mann für mich wird an seinen Taten und an seinem Wort gewogen. Und dein Wort haben wir gestern gesehen. Du hast gesagt, Wallah, keiner kann meine Eier was. Wer will, soll kommen, soll dies, das. Ich habe alle deine Wörter auf eine Waage gelegt. Da stand 0. Da stand -1. Deine Taten haben wir auch gesehen. Ich habe dir gestern alles angeboten. Hast du nichts angenommen. Ein richtiger Mann würde den Gürtel nicht geben. Deswegen, du bist kein Mann. Egal. Dann laberst du so eine Kacke. Seit 2 Wochen gucke ich mir das an. Wallach, wallach, wallach. Keiner, meine Eier, deine Eier, meine Eier, dieser Gürtel. Sinan, lass uns Weltmeister. Das ist generell so eine ekelhafte Sprache, dass diese wunderschöne arabische Sprache so in den Dreck gezogen wird. Immer wieder auf TikTok, so, das ist sowieso ein Fall für sich. Allein da bekomme ich schon wirklich das Ekel. Nicht nur ihr als Deutscher oder sonstiges. Ich als Araber bekomme da auch mein Ekel. Okay? Damit ihr nur Bescheid wisst. Das ist für mich genauso Fremdscham wie für euch, wenn nicht noch mehr sogar. Weil ich sehe das halt sehr, sehr streng, wenn man den, Namen von dem lieben Gott in den Mund nimmt und danach irgendeinen Mist erzählt und schwört und als ob es nichts wäre. Das ist eine sehr große Sünde bei uns, damit ihr nur Bescheid wisst. Genau wie wahrscheinlich auch im Christentum. Ich bin halt nicht so bewandert in dieser ganzen Thematik, aber definitiv tun die sich mega viele Sünden Sündenberge mit ihren Streams aufbinden. Ne? Jedes Tag, jeden Tag. Champion gegen Champion machen, bla bla bla, so und so. Und als wäre das alles nicht genug gewesen, du Vollidiot, kommst du von Berlin bis vor meine Haustür mit dem Gürtel und glaubst, dass ich dich den wieder mitnehmen lasse? Als ich diese Stories gesehen habe von euch, habe ich mir gedacht, Wallah lazim, wenn der den Gürtel mitnimmt, wird der nackt wieder nach Hause. Wärst du ohne den Gürtel gekommen, ich wäre gar nicht dahin gekommen. Weißt du warum? Weil ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Du bist nicht interessant. Ich hätte dich gestern auch vermöbeln können. Ich hätte aus dir Cheeköfte machen können gestern. Es hätte keiner, der da war, irgendwas dagegen Cheeköfte. machen können. Aber ich habe Anstand. Du hast mir keinen Grund dafür gegeben. Und ich habe nicht gesagt, wenn ich dich erwische, schlage ich dich. Ich habe gesagt, ich werde dir den Gürtel wegnehmen. Egal wie. Im Kampf bist du nicht manns genug. Also komm ich
und nimm ihn dir weg. Aber ich nehme ihn dir nicht weg, ich sag dir, gib ihn mir. Und du hast ihn mir gegeben. Du hast sogar in deinem Sprachmimus auf dem Weg von Berlin nach NRW gesagt, Bruder, alles ist zwischen uns irgendwas so, wenn du den Gürtel willst, ich schenk ihn dir sogar. Können wir gerne abspielen, wenn du was dagegen kriegst. Jetzt erklär mir mal einer, okay, ich bin reingekommen, hab erstmal direkt nur rumgeschrien und nur beleidigt und so, aber am Ende habe ich ja dann nochmal aufgeklärt. Und ihr habt alles gehört, alles, was ich gesagt habe, alles, was er gesagt hat, ist die Wahrheit von meiner Geschichte, meine Version. Haben wir das abgesprochen? Ja. Wusstest du Bescheid? Ja, war das so abgemacht? Ja, 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 ja. Also, welchem Mitleid soll jemand jetzt aufbringen für einen Menschen, der so ekelhaft ist, der so egoistisch ist und der so ein Feigling ist wie du? Ich kann jetzt so weit ausschweifen, ich kann ihn jetzt durch jede Art und Weise von Dreck ziehen, brauche ich nicht. Normalerweise, ich habe gestern meinen ganzen Dampf abgelassen. Ich könnte jetzt wieder beleidigen und so, brauche ich nicht. Habe ich gestern alles gemacht, ich habe meinen Dampf abgelassen. Und hör mal zu. Ich weiß nicht, wer das erzählt, ja. Aber wenn du willst, packe ich dann wirklich alles aus. Ich war genau mit zwei Leuten. Einer hat die Kamera gehalten, damit, wenn jemand lügt wie jetzt, ich sagen kann, hier. Ich werde auch vielleicht ein, zwei Sachen davon einblenden, nur um zu zeigen, lügt nicht. Und ein Bruder war mit mir, weil ich bin blind gekommen. Ich hab nur Dodi und Sinan gesehen. Ich weiß nicht, wer da ist. Und hab den Typen gesagt, guck, niemand macht was, außer wenn links und rechts irgendwelche Bewegungen kommen. Das ist eine Sache zwischen mir und Dodi. Ich bin da reingekommen, da saß jemand, ohne erstmal zu wissen, wer das ist, habe ich gesagt, Bruder, nichts gegen dich. Das ist was Persönliches zwischen mir und Dodi. Hat sich dann herausgestellt, dass er von einem Onkel von uns aus Berlin, Abu Muhammad Chahrour, ein Neffe, Bekannter, Angeheirateter ist, habe ich sofort gesagt, Bruder, wir brauchen nicht weiter zu reden. Abu Muhammad ist auf meinen Kopf, machen wir das Thema zu. Deswegen, wir machen das Thema jetzt zu. Ich habe diese Geschichte erzählt. Wer sie glaubt, glaubt. Wer nicht, nicht. Wenn es Beweise geben muss, können wir das gerne machen. Aber ich glaube, da du dir das ja schon zugegeben hast, brauchen wir jetzt nicht noch unnötige Leute einzubringen. Zu guter Letzt, wie geht es weiter? Ich sag euch, wie es weitergeht. Dieser Gürtel, dieser besagte Gürtel, ja? Dieser besagte Gürtel. Ich habe gesagt, mach deinen jetzt kaputt. Ich werde ihn dir wegnehmen. Das heißt trotzdem nicht, dass ich den haben will. Stell dir das vor, der zerreißt den so. Wie bei Dings Catchen so. Der zerreißt den so. Diese Art und Weise will ich keinen Gürtel haben. Ich bin einer, der darum kämpfen will. Mich hat es aber gestört, dass so ein Lutscher wie Dodi sagt, ich bin der Champion, der Weltmeister von AAA. Du bist kein Champion. Wenn du ein Champion wärst, hättest du den Gürtel gestern nicht abgegeben. Ich hätte den Gürtel bekommen, aber du wärst im Krankenhaus. Oder ich wäre im Krankenhaus und hätte den Gürtel nicht. Deswegen will ich nicht, dass der Gürtel bei dir ist. Ganz ehrlich, normalerweise, das erinnert mich ein bisschen so an Rocky. Hat schon was, diese ganze Dings so. Der hat den Vortritt gelassen. Es könnte ein Film gewesen sein, ich schwör's euch. Wie zum Beispiel, guck, Dodi kämpft gegen Bösemann, der holt so den Dings danach. Der wahre Champion, er regt sich dann auf und sagt, was denkst du dir, bla bla, nimmt den Gürtel weg. Und dann muss jetzt Bösemann eigentlich aufstehen und sagen, das ist mein Gürtel. Ich hatte da vielleicht einen schwachen Moment, aber ich hole ihn mir wieder. Und dann ist Amar gegen Bösemann, der neue Kampf. Es ist wie in einem Rocky-Film. Deswegen habe ich ihn hier weggenommen. Das heißt aber nicht, dass ich möchte oder es mein Recht ist zu sagen, ich behalte den Gürtel jetzt. Weil der Gürtel gehört der Veranstaltung. Ja? Ich werde den jetzt noch ein, zwei Tage bei mir halten. Wenn du um den Gürtel kämpfen willst, wenn du um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen willst, wenn du gegen mich nicht kämpfen willst, dann geh zur Seite. Der Veranstalter hat den Gürtel, ihm gehört der auch. Und da sowieso hin und her Streitigkeiten sind, wird der auch wieder beim Veranstalter landen. Und dann, ich als allererste Position, ja, die gegen den Gürtel kämpfen darf, stell mich dann dahin und sage, wer hat Bock? Wer Bock hat, lass knacken. Dodi, willst du um den Gürtel kämpfen? Komm, lass knacken. Bist du eine Pussy? Also ja, du bist eine Pussy, aber bist du jetzt nicht mehr Pussy und willst kämpfen? Oder bleibst du Pussy? Dann gucken wir, wer der Nächste in der Reihe ist. Wer Bock hat, wer Eier hat, wer der Nächste ist, der Recht hat, wer richtig Bock hat zu fighten. Weil ich will mir meinen Gürtel erkämpfen. Ich will sagen, ich habe den und den besiegt und deswegen habe ich mir den Gürtel geholt. Das ist Championship. Nicht auf so eine Pussy-Muffart. Ich will den Gürtel gar nicht bei mir halten. Ich wollte ihn dir nur wegnehmen. Um zu zeigen, rede nicht. Sag nicht meine Eier, kann keiner was. Ich war gestern da, wo waren deine Eier? Die sind in deinen Arsch gerutscht. Deswegen, ich will diesen Gürtel gar nicht haben, um euch zu zeigen, ich hab an diesem Gürtel nur Interesse, wenn das verbunden ist mit einem Kampf. Ich will aufs Maul kriegen. Wer soll gegen ihn kämpfen, ist die Frage. Außer Bösemann, der aktuell verletzt ist. Ich will aufs Maul hauen, am besten soll Blut fließen, am besten bis zur letzten Runde, wo die Hände nicht mehr hochgehen, wo wir nur noch die Hände nur noch schwingen. Auf so ein Gürtel habe ich Bock. Deswegen werde ich jetzt die Tage rüber zu Martin fahren, weil er weiß nicht, ob der Dino auch da ist oder der Dino ist vielleicht zu weit weg. Werde ich zu Martin fahren, einen Kaffee trinken, wollten uns ja sowieso sehen.
in der nächsten Zeit mal wieder, haben uns länger nicht gesehen jetzt, weil wir beide sehr viel zu tun hatten. Und dann gebe ich den rechthabenden Besitzer, der Veranstalter oder die eine Hälfte des Veranstalters, den Gürtel wieder. Und er entscheidet dann oder er wird dann festlegen oder sie werden dann festlegen, wer darum kämpft. Mehr habe ich zu dieser Sache nicht zu sagen. Und ein kleines Appell für die Leute. Ich bin nichts Besseres als niemand. Ich bin auch nicht jemand, der keine Fehler macht. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Deswegen bin ich irgendwann mal ab einem Punkt ein besserer Mensch geworden. Ich glaube, als meine Kinder geboren sind, habe ich angefangen zu sagen, ey, egal wie viel Straße und Mann in dir drin ist und immer sein wird, paar Werte musst du in eine andere Richtung lenken. Du musst ein bisschen cooler werden. Du musst ein bisschen ruhiger werden. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin ungerne so. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich lache, ich alber rum, ich mache Faxen. Das ist mein Charakter. Aber diese scheiß verpissten TikToker oder 90% von denen... Verstehen da zu 100%, muss ich sagen, wirklich. Brauchen eine Handbremse. Alleine schon der Satz, ja, aber du weißt doch, wie meine TikTok-Maschariate dort. Was soll das bedeuten, Warak? Was soll das bedeuten? Auf TikTok bin ich ein Mann, aber in echt bin ich kein Mann, das weißt du doch. Das hast du mit deinen Sätzen gestern gesagt. Ich bin nur auf TikTok ein Mann. Das gibt es in meiner Welt. Deswegen will ich mit solchen Leuten wie dir nichts zu tun haben. Außer im Ring schlagen. Machen wir jetzt hier erstmal einen Kampf. Sagen wir es mal so, es hat seine Grenzen. Alles hat seine Grenzen. Und damit, dass sie die Sprache so ekelhaft benutzen und alles so ekelhaft machen im Internet für die Leute, für diese paar Euros, okay? Auch wenn das viele Euros sind von mir aus. Alles hat seine Grenze so. Wenn die sagen, sie sind Muslime, sie sind dies und das. Jeder hat seine Fehler, aber trotzdem hat das seine Grenze. Scham, kein Anstand, kein Dings Respekt. Nichts, nichts. Und das geht meiner Meinung nach viel zu weit. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Cut, ich weiß ja noch nicht, was kommt von Dudi, kam nichts. Es kam von niemandem was. Das ist jetzt einmal mein kurzes Statement. Nur als Erklärung, was das gestern sollte. Für die paar Leute, die noch schrieben, ja, das war nicht so Hinterhalt. Was für ein Hinterhalt? Ich stand Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich stand da nicht mit 20 Leuten. Es haben ihn keine Leute festgehalten. Ich stand da und habe gesagt, hör zu, willst du jetzt kämpfen? Komm, wir kämpfen jetzt. Gib mir den Gürtel. Es hat niemand nichts Unfaires gemacht. Ich stand da als erwachsener Mann vor einem erwachsenen Mann, der gesagt hat, wer meine Eier was will, soll kommen. Ich bin gekommen und habe das getestet. Ich bin nicht handgreiflich geworden, weil es keinen Grund dafür gab. Ich habe keine Mutter beleidigt, wie diese Hunde das machen. Ich habe nichts anderes gemacht, außer das, was du im Internet die ganze Zeit machst, wo du mich quasi versuchst zu fronten, damit ich als Hampelmann da stehe, was aber nicht funktioniert. Ein Hampelmann kann einen Mann nicht als Hampelmann stellen. Ja? Deswegen habe ich den Stream nicht ausgemacht. Wallah al-Azim, hättest du diese letzten zwei Wochen deine Kokain-Streams nicht gemacht, hätte ich den Stream ausgemacht oder gesagt, komm, wir gehen rüber. Danach mit den Gürteln mich neben dir gesetzt und gesagt, erklär, okay, wir haben das geklärt. Wir geben freiwillig beide den Veranstalter den Gürtel wieder und kloppen uns darum. Wir geben uns die Hand, ich gehe. Aber da deine ganzen Faxen im Internet entstehen und da ihr TikToker immer noch nicht gelernt habt, obwohl so Leute geschlagen wurden, Entschuldigungsvideo und schon alles passiert sind von anderen Leuten, habe ich das extra so gemacht, dass das jeder sieht. Aber wisst ihr was? Diese TikToker-Lachnummern, die... Das wird aber nichts gebracht haben. Die lernen daraus nicht, egal was passiert, die lernen das nicht. Er hat es sehr vernünftig da gemacht, hat ihn mehr oder weniger da zurechtgestutzt, aber das wird nichts an ihn ändern, denke ich jedenfalls. Wenn das natürlich alles so gewesen ist, ne, ich gehe davon gerade aus, dass er hier die Wahrheit sagt, deshalb. Lecken sich nach 3-4 Tagen die Wunden und gehen wieder nach vorne und machen genau dieselbe Scheiße. Deswegen muss man genau so mit denen umgehen. Wenn noch jemand was will, schreibt mich an. Ich bin bereit, mit jedem zu reden. Auf respektvolle Ebene kann ich alles sagen, alles beantworten, alle Fragen, alle Interviews, was du willst. Okay? Aber kommt mir nicht mit, das hast du nur gemacht, weil du weißt, dass der schwach ist. Habibi, ich stelle mich vor jeden. Warum? Also diese Aussage ist auch dumm, meiner Meinung nach, weil wenn jemand einen Gürtel hat und auch in meinem Sport ist, Boxsport ist und der Champion ist, was ist das für eine Aussage? Ist der Champion etwas schwach? Der Champion muss sich stellen. Jede Herausforderung muss der Champion sich früher oder später normalerweise stellen. Und wenn derjenige nicht manns genug ist, generell sich da in den Ring zu fetzen für diesen Gürtel, dann ist er halt kein Champion. Sorry. Es ist nun mal so, wie es ist. Es geht ja um den Titel. Es geht um den Besten, ne? Wenn ich ein Problem mit denen habe, kläre ich das Problem. Egal, wer das ist. Groß, klein, schwach, nicht schwach, mit Leute, ohne Leute hinter sich, ist interessiert mich nicht. Ein Mann klärt seine Angelegenheit. Ja? Jeder, der mich kennt, weiß, egal wie groß meine Familie ist, ich habe zigtausend Verwandte, ich komme immer alleine.
Das ist nämlich der Unterschied. Kann ich nur, Hut ab. Das ist ja das, was ich sage. Man möchte seine Lieben, Liebsten und so nirgendwo reinmischen. Es ist nun mal so. Freunde, die man wirklich Freunde nennt, die einen helfen bei allem, möchte man nicht bei irgendwelchen Streitigkeiten mit reinziehen, wenn man das auch selber klären kann, okay? Und so macht das auch ein vernünftiger Mensch, so wie er. Er hat ihn nicht gehauen, gar nichts. Er hat es ganz klipp und klar sachlich geklärt, vielleicht mit einer lauteren Stimme. Aber ich weiß, wie generell wir Araber sind, das ist normal. Ja, und er hatte ja allen Grund dazu, muss man dazu sagen. Er hatte allen Grund dazu, ob man das jetzt versteht oder nicht. Er hatte sein Recht, das so zu machen. Und vor laufender Kamera, um den Leuten zu zeigen, hier, so ist die Realität. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr diese Sache beurteilt oder seht. Ob ich hier falsch liege, eurer Meinung nach, oder ob ihr mir zustimmt. Aber er kommt wenigstens alleine und klärt seine Sachen alleine. Ich kenne halt sehr viele Leute, die halt das nicht machen, die andere Leute vorschicken, weil sie selber keine Eier haben. Aber das ist okay. Meine Sachen und meinen Namen immer auf meinen eigenen Rücken getragen. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gerufen für irgendwas. Deswegen, labert mich nicht voll. Eure Kommentare interessieren mich nicht für diese ganzen kleinen Lutscher, die von seiner Seite kommen oder die Fake-Accounts. Ja. Und wer verstanden hat, hat verstanden. In diesem Sinne, Leute, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Starkes Statement auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Super. Dann kommen wir zum nächsten auf jeden Fall. Ob ihr es glaubt oder nicht, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ein neues CCN oder wird ein neues CCN geben mit Saad und Flair. Tatsächlich. Und da wird auch Marvin California gedisst, was man in dem kurzen Abschnitt gesehen hat. Alleine deswegen müsst ihr euch auf jeden Fall dieses Gangster-Tape holen. 100%. Nein, Real Talk, bin mal gespannt, was der rausbringt, wie der Sound klingen wird und so weiter. Warum denn nicht? Saad, ich mache hier gerade die Carlo Koksnutten Nummer 5 Ansage und jetzt möchte ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier alleine sitze. Jetzt musst du, ja, willst du was dazu beitragen über Telefon? Ich bin sehr froh, dass du alleine sitzt, Bruder, weil du kannst reden wie ein Wasserfall, du hast wahrscheinlich sehr, sehr gut erklärt. Bruder, was halt die Leute angeht, ein Problem haben. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon, dass ich die ganze Zeit über diese Leute rede. Sieg steht und die steht für sich und alles, was ich zu sagen habe, werde ich auf dem Album sagen. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Ansagen schwinge, bin ich... Ich hatte eigentlich vor, dass es mehr um so Carlo Koks, Flavor, Berlin, genau. Straße. In den letzten Tagen ist wieder viel passiert. Ich denke schon, dass einige Namen fallen werden. Ja, natürlich. Auf dem Album werden sehr, sehr, sehr viel, weil, wie du sagst, in den letzten Tagen haben uns Leute auch nicht in Ruhe gelassen. Das kommt doch gut. Ich bin ja gerade noch in der. Oh, der Dings, Saad redet wirklich so ganz stottermäßig. Vielleicht meinen die mit letzten Tage gestern, und zwar, glaube ich, gestern hat Bushido verkündet, dass er die Billy Wilder Promenade, wo früher, ja, das war früher die Wohnung von Flair, was auch sehr viele Leute immer als Adresse genutzt haben. Das war sowas wie, keine Ahnung was, die haben immer hingepilgert, haben einen Sticker hingemacht und ich war da und jeder hat schon so gut wie dort geklingelt bei der Billy Wilder Promenade. Deswegen ist diese Adresse schon sehr bekannt und Bushido hat diese Immobilie gekauft und hat damit geflext und vielleicht meint er deswegen die letzten Tage, dass viele gedisst werden. Vielleicht meint er ihn damit, aber dass Bushido hier und da gedisst wird, das glaube ich ist eh klar, ne? Bei diesen zwei. Die haben beide Bushido nichts zu schenken. Produktionsphase, sage ich mal. Von daher kann man das vernünftig einbauen, aber... Genau, ich mach mal jetzt meine Ansage. Ich werde ein bisschen über die Box reden. Ich werde was zu dem Release-Date sagen. Ich werde was zu den Videos sagen und dann haben die Leute ein paar Infos und dann geht's los. Kannst du den Leuten auch sagen, dass ich eine coole Sau bin, Bruder? Du bist, ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich so eine coole Sau bist. Dankeschön, aber das musst du den Leuten sagen, nicht mir, Bruder. Ja, ja, werde ich. Ja? Kommt jetzt ein bisschen gestellt, wenn ich jetzt... Ich nehme alles auf, deswegen. Ja, viel Spaß. Ja, bis später. Ciao, ciao. Freunde, was geht ab? Mein Name ist Flair. Das ist hier die offizielle Ansage zu Carlo Gangsterbox, die ab jetzt vorbestellt. Wolltest du deinen Namen sagen, sonst hätte ich nicht gewusst, wer du bist. Aber es ist das kontroverseste Release dieses Jahr, die letzte richtige Box, das letzte richtige Gangsteralbum. Ich weiß, es gibt viele, tausend Leute, die wieder haten. Wird Flair dich mit Saad streiten? Werden die gecancelt? Fragen über Fragen. Aber ihr werdet sehen, am 10.01. werdet ihr sehen, wer Straßenrap zurückbringt, wer echten Rap zurückbringt. Genug mit diesem Sissy, Pussy, Spotify, Playlisten-Quatsch. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema. Aber irre ich mich oder hat er das doch die ganze Zeit gemacht? Er hat doch die ganze Zeit diesen Ami-Sound gemacht, diesen Plastik-Sound. Hat er doch die ganze Zeit gemacht. Und jetzt geht er wieder zum Ruffen-Sound zurück, weil er gemerkt hat vielleicht, dass in Deutschland das eher funktioniert so und auch bei seinen Zuhörern eher funktioniert. Keine Ahnung. Playlisten, Spotify. Kein Vertrieb wollte uns. Alle haben Angst. Alle Menschen. Angst? Vor was?
Vor Verlust oder warum Angst? Das habe ich wirklich nicht verstanden. Warum sollen die Angst haben, die Vertriebe? Hä? Manager haben Angst, alle Labels haben Angst. Und wo sind wir deswegen gelandet? Bei dem Gangster-Ghetto-Vertrieb Nummer 1 Distributions. Shoutout an Jayo. Irgendwie fügt sich alles. Wir sind wieder zurück zu den Wurzeln. Wir sind wieder da, wo alles angefangen hat. Mit Agro Berlin, mit Berlin Crime, mit den ganzen Underground-Tapes. Und ich liebe dieses Release. Wird geil, von vorne bis hinten alles durchgestylt, durchgeplant. Das ist hier die offizielle Ansage dazu. Bleibt dran, ihr habt gerade schon gesehen, ich habe mit Zart ein bisschen telefoniert. Der ist bei sich in Bremen, macht Mucke, kümmert sich ein bisschen um Family. Hier jetzt die Ansage zu der Carlo Gangster Box. Gibt's ein paar Infos, dass ihr merkt, das Release ist official. Let's go. So, Freunde, hier die offizielle Ansage zur Carlo Gangster Box. Die kommt am 10. Januar. Erster Boxinhalt, ganz klar, der Carlo Sweater. Das ist eine 3XL. Flair trägt eine 3XL. Alle fragen, welche Größe trägt Flair? Boom! So, und alles, was wir in diese Box packen, sei es ein Sticker, sei es ein Sweater, sei es ein Shirt, sei es... Hat die beste Qualität, lass mich raten. Ein Trainingsanzug, sei es eine Lederjacke. Ihr wisst, bei Maskulin, bei Flair war immer Qualität. Darum, ich renne wirklich mit diesem Sweater durch Berlin und mache hier Ansage, mache Welle. Könnt ihr sehen, Maskulin, Hangtag Maskulin. So, jetzt mal alle Infos. Sortier dich kurz. So. Ja, ich bin gespannt. Wir sind gerade mal bei der vierten Minute von 10. Hoffentlich fängt er nicht wieder von neu an. Was ist denn Sache jetzt? Es gibt Sticker, es gibt T-Shirts da drin, okay. 10. Januar. Zum dritten Mal, ja, verstanden. Kommt das Release, die Box kostet 99€, jetzt bei Distributions könnt ihr vorbestellen, Link ist in der Beschreibung, Link ist hier, Link ist überall. Es werden 14 Songs und 14 Instrumentals. Ihr bekommt in die Box, wie gesagt, das Album im Super Jewel Case, glaube ich, ist wieder verfügbar oder wir bemühen uns. Eine CD, Album, eine CD, Instrumentals. Ihr bekommt den Carlo Sweater, ihr bekommt natürlich ein Poster, ihr bekommt natürlich Sticker, diesen ganzen Kram bekommt ihr dazu. Geiles Booklet, geile Grafik. Es wird am Ende noch ein Boxinhalt dazu kommen, den wir jetzt noch nicht verraten möchten. Aber natürlich. Und inhaltlich zu diesem Album brauchen wir nicht viel sagen. Es wird so, und wer, wie, was, erzählen wir später. Es wird noch einige Ansagen geben. Wir machen noch ein bisschen Promo. Die Promophase beginnt jetzt so langsam. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen Twitch Content gemacht. Wir waren bei einigen Homies im Livestream und die Promophase, wie gesagt, beginnt jetzt so langsam. Hier habt ihr jetzt die offizielle Ansage. Ihr seht, das Release ist official. Mhm. Und ein wichtiges Thema müssen wir jetzt hier noch besprechen, weil wir haben eine Auflage von 3000 Stück. Das ist eigentlich so der normale Werdegang. Man kann jetzt ganz in Ruhe bestellen. Bald kommt ja das Weihnachtsgeschäft irgendwann dann, weil wie gesagt, die Box ja im Januar kommt. Aber bei einer Sache müsst ihr euch wirklich beeilen. Wir haben eine limitierte Auflage von 3000 Stück und nur einer kann Folgendes ergattern. Für euch ist es was Besonderes und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil es ist was ganz Besonderes für mich. Ich habe mir das vor Jahren mal angeschafft, habe mir da so einen kleinen Traum erfüllt. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was können wir Besonderes noch in die Box packen oder für einen besonderen Käufer in die Box packen. Es gab ja bei dem letzten Release mit Bass Sultan Hengst, Cancel Culture Nightmare, gab es ja ein Cover. Und für dieses Cover habe ich mir extra eine Lederjacke anfertigen lassen von Jeff Hamilton. Für die Leute von euch, die nicht wissen, wer Jeff Hamilton ist, Schande auf euch. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Schreibt mir in die Kommentare, wer ihn kennt, ich kenne ihn nicht. So, und dann haben wir, ich glaube, 2-3 Stück habe ich anfertigen lassen. Eine für Spectre, eine für Hengst, eine für mich. Und diese Lederjacke, diese Jeff Hamilton Carlo Koks Noten Lederjacke, hängt jetzt seit einigen Jahren bei mir im begehbaren Kleiderschrank. Und ich liebe diese Jacke. Die hängt da, ich komme rein, ich denke mir, boah, was für ein cooler Typ, was für ein cooles Logo. Also wird der Boxinhalt, der noch nicht verraten wurde, eventuell so eine Jack Hamilton-Jacke, Lederjacke sein, oder was? Was für eine coole Legacy und so. Und heute Morgen, als ich hier zu Osi gefahren bin, hier in sein Studio, habe ich mir gedacht, okay, wir müssen uns doch irgendwas einfallen lassen, irgendwas Besonderes, dass die Leute merken, okay, wir stecken wirklich alles in dieses Release. So, und so wie ich bin, spontan, ein bisschen irre so, habe ich diese Jacke genommen und dachte mir, boah, einer von den ein loyaler Fan, der uns jetzt supportet in dieser harten Zeit bei Cancel Culture und bei Saad ist der so und Flair ist so ein Arsch und wir sind so böse und, ne, und dann, die werden es eh nicht schaffen und wir haben eine Menge Gegenwind. Deswegen für diese loyalen Fans und für diese krasse Fanbase und für einen ganz besonders habe ich mir heute Morgen gedacht, okay, schnapp ich mir diese Palo-Kuchs. Okay, also 10. Januar kommt denn ihr Album, da wird es Sticker drin geben, da wird es ein T-Shirt geben, da wird es die Jacke geben, die streng limitiert ist auf eine einzige, die ein treuer Zuschauer gewinnen kann. Keiner glaubt an sie, an die beiden. Die haben viel Gegenwind. Okay. Nur eine Jeff Hamilton Jacke und packt die mit
in das ganze Thema. Das heißt, einer von euch wird diese Jacke bekommen. Da geht es nicht um den Wert. Also eine Jeff Hamilton Jacke kostet auch so um die 4.000, 5.000 Euro. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, das ist meine Jacke. Ich liebe diese Jacke. Es gibt nicht wirklich viele Jacken, die ich immer wieder anziehen möchte. Diese Jacke würde ich sogar zum Schlafen, zum Duschen, zum... Ich liebe diese Jacke so. Und ich gebe euch jetzt diese Jacke. Einer von euch wird diese Jacke, wie gesagt, bekommen, wenn er sich die Box holt. Und ja, und somit hat sich das Release jetzt schon nicht für mich gelohnt. So ein krasses Ding, ja. Mir kommt es so vor, als ob die Hals über Kopf einfach schnell Promo machen, um jeden Preis, irgendwie was, wie, wo. Boah, schwierig, schwierig. Ganz schwierig, Danny Release. Ich sag euch so, wie es ist. Gerade in dieser Zeit. Es kann mir ehrlich gesagt egal sein, ob der floppt oder nicht. Aber trotzdem kann ich sagen, es ist schwierig. Mit Danny Standing, mit in dieser Zeit jetzt nochmal durchzustarten, mit dieser Brand wieder, CCN wieder, ja. Das ist sie. Ich glaube, spätestens nach diesem Release ist das Thema CCN zu und vergessen. Jeder, der nochmal darauf springt und nochmal CCN benutzt als Name, weiß ich nicht. Ganz, ganz, ganz schwierig. Boah, das ist mir jetzt schon zu viel, hätte ich gesagt. Aber soll jeder also, machen. Also, unabhängig davon, dass es eine Carlo Kucks-Nutten-Jacke ist, es ist eine Jeff Hamilton-Jacke. Googelt den Namen. Also, wenn du ein Bazar wärst, Flair, würde ich dir nichts abkaufen. Ich würde dir gar nichts abkaufen. Also, ein Verkäufer bist du nicht. In diesem Video jedenfalls. Erstmal das, dann ist es meine Jacke und dann ist es noch eine Carlo Kucks-Jeff Hamilton-Jacke und vorne ist sogar das Agro-Logo drauf. Mhm. Wahnsinn. Also wie gesagt, einer von euch wird es vielleicht schaffen, diese Jacke zu gewinnen. Vielleicht schaffen. Am Ende gibt er das niemanden. Alle anderen werden trotzdem eine krasse Saad und Frank Carlo Gangster Box haben. Bestellt jetzt, wie gesagt, ist limitiert, ist auf 3000 Stück limitiert. Und ansonsten, danke für den Support. Die ersten Videos werden bald kommen. Ich weiß, die meisten Leute denken sich, hey, wann geht's denn jetzt richtig los? Aber vergesst nicht, das Release kommt am 10. Januar. Wir haben jetzt einige Twitch-Sachen gemacht. Wir werden jetzt einige Interviews machen. Das ist das erste Ansagevideo. Wir werden zwischendurch spontan auch ein paar neue Ansagen machen. Erstmal jetzt die Basics. 14 Songs, 14 Instrumentals. Box 99 Euro. Sweater ist drin. 10. Januar. Poster, Sticker, CD. Es wird auf jeden Fall noch ein Boxinhalt bekannt gegeben. Das wird jetzt nicht alles sein. Ach so, da kommt noch ein Boxinhalt dazu. Ja. Das Beste kommt, wie gesagt, zum Schluss. Und wir werden 3 Videos drehen. Ein Agro Berlin CCN Glitzer-Sticker. Wer die Videos dreht, werden wir noch nicht bekannt geben, aber ist ein cooler Typ. Den kennt man aus der Vergangenheit. Features, keine Features. Wir werden Namen nennen. Okay. Ja, und deswegen, seid auf Zack. Danke für den Support. Bestellt jetzt. Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung. Wir gehen jetzt ins Studio, machen ein bisschen Mucke. Saad kommt am Montag. Heute ist Freitag. Saad kommt Montag wieder zurück nach Berlin. Und dann machen wir das Album fertig. Ihr wisst Bescheid, das war die Ansage. Ich hoffe, ich habe mich zu viel gesabbelt. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und auf jeden Fall, ja, bis jetzt wurde gegen den übelsten Gangster-Boss in dieser Szene, Marvin California, scharf geschossen. Das muss sich auch erstmal jemand trauen, ne? Gut, dann haben wir das auch mitgenommen auf jeden Fall. Da sind wir auch auf dem Laufenden, was den ihr Album angeht, für die, die es interessiert. Da haben wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen Trash. Was ist eigentlich aus Mois geworden? Zeus? Der macht hier eine Ansage gegen Montana Black. Nein, es hat nichts Persönliches mit Monte zu tun. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass jetzt diese ganze Mois-Zeus-San Diego-Anis-Thematik abschlafft. Damit hat das gar nichts zu tun. Das ist eine andere, wegen einer anderen Sache. Deswegen tut er Monte jetzt fronten. Aber das erklärt er jetzt selber. Dieser Hut setzt sich zu jedem Thema und tut so, als ob er darüber reden darf. Nur weil er 3 Klicks in seinem Arm hat. Ich finde deine Mutter, Monte. Verstehst du, ich meine? Du hast in deinem beschissenen Leben noch nie etwas erreicht. Aus deinem ist noch nie ein Kind entstanden. Er hat noch nie etwas erreicht, weil er keine Kinder gezeugt hat. Verstehe ich das richtig? Also Montana Black hat nichts erreicht, weil er keine Kinder auf die Welt gebracht hat. Noch nicht. Okay. Du wirst theoretisch morgen sterben und nichts hinterlassen, außer deinen 6 Euros. Wem zum F*** willst du einen Ratschlag geben? Du. Dann sitzt du da und tust so, als ob es dich juckt und du jemandem helfen willst, obwohl du nur diese 8 Klicks willst. Weil das aktuell hypt und... Ich glaube nicht, dass Montana Black irgendwie auf den Hype von Mois angewiesen ist, gell, Real Talk. Das denke ich eher weniger. Der kann auf egal was reagieren und er macht Klicks. Das ist er selber halt. Und dir jemand noch sagt, fick deine Mutter, sonst wird er zu stark im Internet. So ein Instrument und Deal der Industrie bist du. Und deswegen bist du nur ein... Denk nicht, dass du je über mich reden darfst.
Ich glaube, der wird sehr, sehr spät aufwachen und verstehen, dass er sich selbst in eine sehr, sehr falsche Richtung entwickelt hat. Ich glaube, der wird das sehr, sehr spät erst verstehen. Diese ganzen Casino-Streams, ich glaube nicht, dass es ihn glücklich macht. Und seine Situation generell, dass es irgendwie ihn glücklich macht, wenn er weiterhin so Sachen verherrlicht, ihr wisst schon, und weiterhin da diese Schiene fährt. Das macht auf Dauer niemanden glücklich, glaube ich. Aber das muss er wissen. Und dass du unbestraft weiteratmen wirst, wenn ich dich sehe. Ach, jetzt droht er ihn auch noch. Das ist keine gute Idee. Du wirst schon dein Hack zurückzahlen. 100 Milliarden %. Weil du vor 3 Millionen Menschen Scheiße gelabert hast. Und ich werde dich genauso in Rückkehrschluss zurückholen. Für mein Hack. Verstehst du das, du? Und das wollte ich euch nur gesagt haben. Das ist nur einer der vielen, auf die ich Bock habe, ihre Knochen zu essen. Für Klicks. Weil ihr habt für Klicks auch alles getan. Obwohl ich anfangs nur nett war. Mit euch Content gedreht, hab immer gut über euch geredet. Jetzt eure Mutter ohne. Okay, das ist, geht an seine alten Weggefährten, wie ich verstanden habe. Die mit mir alten, früher Content gedreht haben. Ne? Damit meint er gewisse Leute hier, mit denen er in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, gechillt hat. Im Keller wahrscheinlich. Mhm. 100 Milliarden %. Und jedes Mal, wenn ich arbeite, spüre ich nur ein hässliches Gesicht, weil ich es nicht mehr sehen möchte. Und dann wirst du wie bei American Psycho diese Schicht wegmachen. Du kleine verstehst du? Heute kommt nur ein Bro. Dann gibt es Anzeigen. Nein, Bro. Niemand wird jemand physische Gewalt antun. Wie sie gemacht haben, tun wir. Gut, dass er es nochmal klargestellt hat, dass natürlich hier Montana Black keine Haare krümmen möchte. Wenn ich reportermäßig auf einem Event bin und sage, hey Monte, komm mal kurz, bist du doch schon drin. Okay, kann man so oder so verstehen, keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal bei Mois Zeus sind, dann können wir auch gleich zu seiner Ex-Frau gehen. Denn sie erzählt hier nochmal irgendeinen Vorfall, was genau da passiert ist. Ah, hier, das Video. Die erzählt hier, was hier genau passiert ist. Goldman Tower, den Uhren und was weiß ich was. Bin ich auch mal gespannt. So, meine lieben Freunde, Anis mit einem sehr, sehr interessanten Statement zur Flucht mit Zeus, den gestohlenen Uhren. Die hatten halt, allem hatte wegen Herkunft oder Religion oder irgendwas diesen Rapper exposed oder sowas. Und dann ist halt irgendwie so eine riesen Schlammschlacht draus geworden und haben irgendwie privat seine Leute mit seinen Leuten irgendwie Probleme gehabt. Auch. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, meint sie hier Asche. War das die Asche-Thematik? Weiß ich nicht. Kann sein. Was auch immer. Und die Jungs sind nachts nach Hause gekommen. Ich war zu Hause im Pyjama, was auch immer. Und die Jungs kommen nach Hause. Maestro war das. Ali Maestro. Ich glaube, Abu war auch da. Wer war noch? Irgendwie war noch da. Ich weiß aber gerade nicht. Malik müsste auch da gewesen sein. Aber ich weiß es 100% nicht. Auf jeden Fall, die sind nach Hause gekommen. Die meinten, pack deine Sachen. Dies, das. Du wirst jetzt weggebracht. Und da wurde ich mitten in der Nacht nach Düsseldorf in ein Hotel gebracht, weil wohl die Lage gefährlich war und sowas. Haben wir diese Geschichte nicht schon durchgekaut? Die Kinder nehmen, da wurde ich alleine ins Hotel gebracht, alleine. Ich musste alleine dort bleiben. Das war richtig Hölle für mich. Dann, ich glaube, ich habe eine Nacht dort geschlafen oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin dann auf jeden Fall zurück. Und es wurde aber nicht besser. Es wurde schlimmer. Anrufe hier, dies, das. Und wir haben in diesem Penthouse gelebt, ne, oben. Und wir hatten so riesen Fenster. Man konnte direkt den Parkplatz sehen. Und auf diesem Parkplatz standen die ganze Zeit Autos. Männer mit irgendwelchen Autos haben sich da gesammelt. Später habe ich erfahren, dass diese Männer in ihren Kofferraum Yu-Gi-Oh! Hatten und was weiß ich, was alles möglich. Was? Yu-Gi-Oh! Hatten im Kofferraum? Das ist auf jeden Fall gefährlich. Yu-Gi-Oh! Karten ganz gefährlich. Vielleicht haben die auch Exodia da gehabt. Schwierig. Wurde mir so gesagt. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Muss man ernst nehmen. Yu-Gi-Oh! Exodia Dings hier, die Collection, das ist kein Spaß. Das wurde dann alles so gefährlich, dass auch Alims Onkel sich eingemischt hat und die so, ihr müsst hier weg, ihr könnt hier nicht mehr länger bleiben, weil eure Adresse bekannt ist und so. Das war privat richtig, richtig schlimm damals in Belgien gelebt. Und er meinte, kommt zu mir, ich kann da besser auf euch aufpassen und dies, das und anderes. Und dann sind wir nach Belgien gezogen. Und dann in Belgien hat es wohl immer nicht, hat es weiter nicht aufgehört und so weiter. Und ich hatte solche Albträume, mir ging es da richtig schlecht. Und ich habe die ganze Zeit Geräusche gehört. Ich hatte Albträume, wie irgendwelche Männer ins Haus stürmen mit Bios und auf mich losgehen. Ich war ständig allein in diesem Haus. Selbst dort war er nicht da. Er ist öfters nach Köln gefahren. Ich glaube, damals ist er wegen Nice so Scheiß nach Köln gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und ich war ständig in diesem riesen Haus und dieses Haus war richtig abgelegen. Weil selbst wenn du die Adresse hättest, du würdest das Haus nicht finden, wenn du nicht weißt, wo du da hinkommst. Und dort haben wir gelebt, richtig abgelegen, scary. Ein riesengroßes Haus und ich war ganz allein mit den 2 Kindern dort, das war richtig eklig. Ich habe komische Geräusche gehört, ich hatte Albträume, mir ging es richtig, richtig schlecht zu der Zeit und ich hatte Panik. Und weil diese Sache nicht besser wurde, gab es viel Streit hin und her und was weiß ich was noch alles. Weil die Sache nicht besser wurde, hat dann Alims Onkel gesagt, wir ziehen nach Türkei.
So kam das Thema ja, dass die nach Türkei gegangen sind. Er meinte, ja, wir ziehen jetzt nach Türkei, weil die können nicht mehr in Deutschland bleiben und solche Sachen. Das waren richtige Filme. Ist eines Tages Alims Onkel zu uns nach Hause gekommen, hat gesagt, so setz dich und du setz dich auch und es ist nur 0:17. Und dann meinte er dann zu uns, so, ich muss euch was sagen. Wir werden jetzt in die Türkei ziehen, ihr müsst eure Sachen packen, ihr könnt hier in Deutschland nicht mehr bleiben und so weiter. Und ich durfte nicht widersprechen, also Alims Onkel, das war so jemand Älteres und sowas, du kannst da jetzt einfach widersprechen, sagen, nein, ich kann nicht mit und so. Eigentlich müsste man das dürfen, einfach beziehungsweise sagen, ich möchte das nicht oder ich fühle mich nicht wohl oder was auch immer. Und ich wollte auf gar keinen Fall in die Türkei ziehen, einfach weil ich die Sprache nicht kann, weil ich mich dort nicht auskenne und sonst was. Das war richtig Stressfaktor pur. Und er meinte, doch, ihr habt keine Wahl, ihr zieht in die Türkei. Haben die sich mit Papieren und so ein Kram geregelt. Und dann hat er auch einen Container bestellt. Abu und Malik sind zuerst in der Türkei. Und die sind schon früher los. Das kennen wir doch alle schon, oder? Irre ich mich. Die waren auch schon in der Türkei und Alim hatte ja für ein Jahr lang Wohnungen vorgemietet. Für die Jungs eine separate Wohnung und für uns eine separate Wohnung, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das so. Und ich glaube ein Jahr im Voraus bezahlt oder so. Und wie gesagt, die Jungs waren weg. Dann später haben wir einen riesen Container bestellt und alle unsere Sachen da reingetan und die wurden in die Türkei schon weggebracht. Und wir haben dann das Haus quasi im Vertrag gekündigt oder was auch immer. Und wir mussten aber zu der Zeit warten, bis mein Ausweis fertig ist. Deshalb sind wir dann mit zwei riesen Koffern sind wir nach Köln. Da haben wir erstmal in Hotels gelebt in Köln. Dann, da damals war ein Kumpel, der mit allem zusammengearbeitet hat, zu der Zeit mit ihm zusammen Content gemacht hat. Und dieses Nice, oh Scheiße und alles YouTube-Videos. Zu der Zeit hat er ab, das war schon dieser Zeitpunkt nach diesem Skandal mit diesem Rapper, ging es bei allem komplett bergab, also runter. Das war 2021, ab da, er hatte kaum Geld, er hatte richtig, richtig, richtig Struggles mit Geld. Ab da hatten wir für unsere Verhältnisse, sage ich mal, das Nötigste. Da war nicht mehr viel Geld übrig. Seine Uhren hat er bei seinem Onkel gelassen, weil wir in Hotels gelebt haben und so, meinte es gefährlich, die mitzunehmen. Und dann haben wir erstmal in Köln in Hotels gelebt. Dann sind wir zu Alims Kumpel nach Braunschweig gezogen, weil er meinte, wir arbeiten zusammen und für mich ist es einfach, wenn du bei mir in Braunschweig bist, weil, Leute, ich rede gerade nicht über Alim, ich rede über mich, das ist mein Leben, ich habe das gelebt, das ist mir passiert. Nach Braunschweig gezogen, weil der Freund von, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, sind wir nach Braunschweig gezogen, weil er meinte, wenn wir zusammenarbeiten, ist es für mich einfach, wenn du in meiner Nähe bist, weil ständig nach Köln zu fahren ist für mich Film, dies, das, sind wir nach Braunschweig gezogen. Und da haben wir auch, glaube ich, ungelogen, ich weiß nicht, ich habe 3 Monate lang in Hotels gelebt. Also insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr. Das haben sogar manche Leute mitbekommen. Und mein Ausweis verlängern hat sich halt brutal in die Länge gezogen. Und aber trotzdem war noch der Plan so, wir ziehen in die Türkei, sobald mein Ausweis da ist. Dann, weil er ja kein Geld mehr zu diesem Zeitpunkt hatte, auch kein Geld hatte mehr Videos zu machen und so, wollte er eine Uhr oder mehrere Uhren von sich verkaufen. Dann hat er, also das ist, was mir gesagt wurde, ne? Ich weiß nicht, wie das genau abgelaufen ist. Dann hat er Marc, diesen Uhrenverkäufer, wisst ihr, wie ich meine? Ich hab's, fällt gerade ins Marc Gebauer. Zweitname nicht ein. Hat er Marc nach Belgien geschickt, damit er die Uhren von Alims Onkel abholt. Dann ist Marc da eingetroffen und dann hat sich festgestellt, Alims Uhren sind nicht mehr da. Die haben ihn wohl seine Eltern weggenommen. Das ist, also ich habe keine Beweise, ne? Das ist nur das, was mir gesagt wurde. Ob diese Uhren wirklich von seinen Eltern weggenommen ist, kann ich nicht beweisen, weiß ich nicht. Das ist nur, was mir gesagt wurde, seine Eltern die Uhren weggenommen haben. Auf jeden Fall, die Uhren waren weg, es war kein Geld da. Musste er wieder irgendwie versuchen. Also haben an dieser ganzen Geschichte, wenn das stimmen sollte, die Eltern am meisten Schnapp gemacht. Andererseits irgendwie Geld aufzutreiben, zu der Zeit lief schon sein YouTube nicht mehr so gut, wenn ihr euch erinnert. Auf jeden Fall, ab da hatten schon diese Geldstruggles angefangen, weil ab da war Thema Türkei weg. Er so, nee, ich ziehe ganz bestimmt nicht nach Türkei. Da war Thema Türkei weg und weil er ab da hatte er Streit mit seiner Familie gehabt. Dann haben wir eine Wohnung in Braunschweig genommen und da hat er aber ständig angefangen, nach Köln zu fahren. Hatte wieder angefangen, ständig nach Köln zu fahren. Anfangs, glaube ich, wegen Nice to Scheiß und dann aber hat er sehr lange in diesem Qatar Tower da gearbeitet oder was auch immer da gemacht hat. Und da gearbeitet. Er ist halt richtig, richtig schlimm in diesem Drogenkonsumrausch. Alles hat da, ist er da komplett reingerutscht. Ja, und dann war halt diese eine Story. Der erzählt da auch nicht die ganze Story so, ne? Die ausführliche Story davon hätte ich mal gerne von Mois Zeus gehört. Hätte mich interessiert. Euch bestimmt auch. Wo er komplett zu nach Hause kam und auf mich losgegangen ist. Ja, ist jetzt nicht wirklich was Neues. Was aber neu ist, ist das hier. Wir machen das ein bisschen schneller. Anis TikTok live im Hotel mit Santiago. Mois, aktuelle Situation, Polizeischutz. Wir sollen ja Polizeischutz haben jetzt, warum auch immer. Wieso bekommst du eigentlich kein Geld vom Staat? Weil ich keine Niederlassung habe in Deutschland. Ich bin ja ursprünglich aus Österreich und ich kriege ja nicht mal Kindergeld. Also ich habe da alles eingereicht gehabt, weil ich dachte, ich kriege wenigstens Kindergeld. Aber dann kam ein Brief zurück, dass sie eine Niederlassung von mir brauchen. Und die habe ich nicht. Und ab da hat es dann Cut gemacht. Also ich kriege nicht mal Kindergeld, gar nichts, kein Bürgergeld. Und ich habe auch noch einen Brief zu Hause, ich kann ihn auch schon anblenden, wenn ihr wollt. Irgendwie kauft mir das keiner ab und sagt, nee, sie lügt, das stimmt gar nicht, das ist so. Ach, San Diego, danke schön für die Herzchen. Auf jeden Fall, ja, ich kriege kein Kindergeld und Bürgergeld. Warum kriege ich nochmal kein Bürgergeld?
Irgendwas war da auch. Wegen irgendwas krieg ich auch kein Bürgergeld. Woher kriegst du Geld? Meine Familie unterstützt mich. Du bist so hübsch. Linda, dankeschön. Hast du eine Ausbildung gemacht gehabt? Ja, ich habe dazu eine Ausbildung gemacht gehabt. Aber ich habe die letzten Jahre, ich habe danach nichts damit angefangen, leider. Ich durfte dich. Dankeschön für die Blümchen und alles. Thank you. Ich hatte dieses Jahr sogar überlegt, weil ich hatte ja eigentlich nicht geplant, mit Instagram und TikTok und dies das anzufangen. Das war eigentlich absolut nicht mein... Eigentlich war ich fertig mit Social Media und ich hatte mir einen Ausbildungsplatz gesucht als, boah, wie spricht man das aus? Ich glaube, pharmazeutische Assistentin oder sowas. Ich habe auch eine Schule gefunden und ich wollte mich da anmelden und ich wollte das machen, aber es gab Probleme wegen den Kids, weil ich habe niemanden für die Kinder gehabt und das hätte einfach nicht zeitlich und so nicht geklappt. Eine Kita hatte ich noch nicht und deshalb hat das ein bisschen dran gescheitert. Aber eigentlich hatte ich das vor zu machen. Vielleicht werde ich es auch noch mal machen, wer weiß. Dankeschön. Bist du glücklich, Leo? Ja, das bin ich. Das ist mein Herz. Wie cool ist das denn? Ja, das sieht so witzig aus, wie so ein Papagei, so in diesen, kennt ihr das? Kriegt meine Haare gar nicht unter Kontrolle. Oh, jetzt, oh nein, ich hab's schlimmer gemacht. Tschüss. Okay, ich lasse das jetzt so aus Trotz. Ach, ich liebe es, meine Finger zu knacken, ich liebe das. Was ist das für ein Video, Mann? Welche Schule, das war, wie hieß die Stadt nochmal? Das ist extra eine Schule dafür. Dann hieß dein Live wird gefaked. Ich weiß, aber ich kann dagegen nichts tun. Ich bräuchte einen blauen Haken, ich weiß nicht, wie ich den bekomme. Wie zahlst du Kindergarten? Ich muss für Kindergarten nicht zahlen, weil der Kleine schon 5 ist und die Was die Leute so alles interessiert, gell? Wie zahlst du Kindergarten? Kleines Geschwisterkind ist, muss ich nicht zahlen. Und ich muss nur das Essen dort zahlen. Ich hatte sogar mal beantragt für den blauen Haken, aber das wurde abgelehnt. Wie hübsch du bist. Dankeschön. Wo sind deine Kinder am Schlafen? Grüß Anela, ich grüße Anela. Alles klar, wie immer, das sind die Top-Zuschauer. Regina, mir geht's gut. Auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Was wird was ganz anderes erklärt im Titel? Ich finde es nicht so schön, wie ich gerade aussehe. Also, weil ich abgenommen habe, ich sehe voll so. Ich habe mir die alle angeguckt und so realistisch aus. Gefeiert. Gut gemacht. Gut, alles klar. Ich glaube, hier passiert gar nichts mehr. Zeitverschwendung gewesen. Egal. Das war's auf jeden Fall mit dem Video, Leute. Dankeschön fürs Einschalten. Vergesst nicht, diesen Kanal zu liken, kommentieren, abonnieren. Ihr seid die Besten. Yalla, bis zum nächsten Video. Ciao.